Heute habe ich nämlich eine große Überraschung für Sie. Schauen Sie, es gibt ja so viele Wienerinnen und viele zauberhafte Vertreterinnen dieser Weltmarke, haben wir hier in unserer Sendung schon begrüßen dürfen. Heute aber haben wir einen Gast, sozusagen eine Spezialwienerin, nämlich die Wienerin als prominente Sportlerin, als Siegerin in vielen Schlachten des Sports, als Europameisterin im Eiskunstlauf. Frau Dr. Eva Pavlik. Grüß Sie an, Frau Doktor. Grüß Sie an, Frau Doktor. Bitte. Frau Doktor, ich freue mich wirklich, Sie heute da persönlich kennenlernen zu dürfen, Sie nicht bei der Eisrevue zu sehen oder als Europameisterin, sondern als charmante, echte Wienerin. Sie ist Schatz aus, was? Das kann man ruhig sagen. Das war ein Sonderapplaus, der meine Worte bestätigt. Das ist komisch, die Frau Dr. Pavlik sieht wie eine zauberhafte Wienerin aus, aber die Sportlerin, gnädige Frau, merkt man ja nicht am ersten Blick an. Naja, Herr Niesner. Wie ist das? Ich war doch nicht Freistilringerin, oder? Sehen Sie, genau das, ja. Denn der Eiskunstlauf, der erfordert eben Grazie und Anmut. Sagen Sie, Frau Doktor, Österreich war doch auf dem Gebiet des Eislaufsports immer führend. Wie kommt es eigentlich? Ja, wir haben eine Weltmeisterin gehabt, eine siebenfache, Frau Schabo, und naja, einige Europameisterinnen haben wir auch gestellt. Bei den Herren waren wir führend, man braucht nur an Schäfer oder an Kasper denken und jetzt an unseren Emmerich Danzer. Und wieso das gekommen ist, wir Österreicher sind doch eine sehr musikalische Nation, wir tanzen gerne. Und das Eislaufen hat doch sehr, sehr viel mit Tanzen zu tun, mit Bewegung, mit Rhythmus. Naja, wie Sie das so schildern, klingt das sehr bunt und farbenprächtig. Aber ich glaube, um Europameisterin zu werden, muss man ja nicht nur sehr fleißig sein, sondern man muss sich wirklich diszipliniert verhalten, man muss diszipliniert leben, man muss sich richtig hineinknien, man muss eine richtige Begeisterung haben. Und jetzt kommt eine harte Frage. Kann man nicht von den paar Experten, die momentan im Blickfeld stehen, aber im Allgemeinen, kann man das unserer heutigen Jugend noch nachsagen oder all diese Tugenden? Na, ich denke doch. Ich meine, es ist heute etwas lockerer geworden, weil die Bedingungen anders sind. Wieso? Zum Beispiel, unsere Eisläufer, wenn wir gerade beim Eislaufen sind, haben die Möglichkeit, den ganzen Tag über zu trainieren. Sie können sich also ganz recht gut einteilen. Früher war das nicht ganz so. Da musste man sich also so danach richten, mit Schule und mit zeitlich aufstehen, manchmal schon um 4 in der Früh, weil eben das Eis nicht zur Verfügung gestanden ist. Das ist die Erleichterung. Aber arbeiten müssen es heute. Na, genug. Die Frau, wann und wie und wo haben Sie denn überhaupt angefangen? Angefangen habe ich mit 5,5 Jahren. Da war ich zuerst passionierte Rollerfahrerin, nicht, im Park. Und dann hat mir das Christkind Schlittschuhe gebracht, fast so als Selbsthilfe meiner Eltern, weil ich war ein sehr tumultöses Kind und da war es sehr anstrengend. Meine tumultöses Mutter, Kind ist ein schönes Wort, wa? Ein tumultöses. Ja. Ja. Und so hat er mich also abgeschoben sozusagen am Eislaufverein, dass ich mich also austoben kann, ja, dass das nicht immer in der Wohnung geschieht. Und ich bin dann am Strick, der hat immer so den Trainingsraum von den übrigen, von dem normalen Volk abgetrennt, der heilige Raum, der heute noch so ist. Und dort bin ich gestanden und habe immer nicht drüber, damals noch drunter durchgeschaut und habe also versucht, diese ganzen Kunststücke von den damaligen Größen nachzuahmen. Teilweise ist mir ein bisschen gelungen. Und dann kam so ein Funktionär und hat gesagt, komm mal herein, lauf was vor. Also ich war sehr, sehr klein, ja, also als Kind war es ein Gestöpsel. Und bin da hinein, bin dann vorgelaufen und dann, ich höre das heute noch, hat er gesagt, heute bist du eine Kunstschleiferin, aber hoffentlich wirst du eine große Kunstläuferin. Schön gesagt. Und wann wurden Sie denn zum ersten Mal Meisterin? Das war nach dem Krieg, im 46er Jahr, wie die ersten österreichischen Meisterschaften waren. Und diesen Titel konnte ich dann bis 50 halten, da wurde ich dann professional. In der Zwischenzeit waren dann noch die Europameisterschaften. Zuerst im 47er Jahr, da waren die ersten nach dem Krieg, durften wir Österreicher nicht starten. Da waren wir noch nicht würdig, in der Eislaufvereinigung aufgenommen zu werden. Und das kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, wir durften im 47er gar nicht antreten. Nein, wir durften nicht. Und wir waren nur am Rand, also von der Bande aus durften wir uns das betrachten, blutenden Herzens, ne?
Und nächstes Jahr dann, 48, waren wir dann zugelassen. Und das war ganz lustig. Wir sind hingekommen und haben bei der Europameisterschaft gegen Amerikaner und Kanadier laufen müssen. Ist lustig, ne? Das wäre so dasselbe, wenn eine... Ja, wieso? Ja, es war so. Da waren so... Was haben Amerikaner so und Kanadier bei der, Kanadier bei der Europameisterschaft? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Erklärt wurde uns das damals nicht, aber es war so. Das war 48 noch? Das war 48. Ja. Und da war also Europameisterschaft, anschließend Olympiade mit Silbermedaille und Weltmeisterschaft mit Silbermedaille. Für Sie? Für Sie mich, ja. Silbermedaille ja, in der Europameisterschaft ja, und Silbermedaille in der, Welt- bei der Olympiade. Und Olympiade, ja, alle drei. Und im 49er Jahr wurde ich Europameisterin und 50 ab zur Revue. Na und warum, Eva, warum sind Sie weg? Warum traten Sie dann ab? Ja, erstens einmal war der Vertrag recht verlockend und zweitens habe ich mir gedacht, ich habe zu dieser Zeit schon inskribiert gehabt. Und das war schon ziemlich... Was für einen Doktor haben Sie, war? Philosophie. Philosophie? Ja. Bei wem haben Sie denn gehört? Bei Professor Bender, Professor Kastler. Was, bei Kastler? Ja, ja. Und was haben Sie für eine Dissertation gemacht? Stefan Milows Lyrik. Den werden Sie nicht kennen, ist ein kleiner Banatdeutscher, aber sehr, sehr hübsch. Sehr wie sind Sie zu dem gekommen? Ja, gesucht. Ist doch so schwer, ein Thema zu finden, nicht? Ist doch schon fast alles besprochen und beschrieben. Ist gar nicht so einfach. Dann hätte es keine Dissertation über das Eislaufen gegeben. Ja, das gibt es nicht. Leider. Gibt's nicht, ja. Nun, Frau Dr. Nond, wie ist es mit der Revue dann? Ja, und da habe ich mir eben gedacht, bei der Revue habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da fällt das Pflichtlaufen weg, denn also als aktive Sportlerin war das schon fast nicht mehr zu machen. Obwohl ich also wirklich von früh bis abend, der Tag war eingeteilt, das ging nicht mehr. Und so habe ich mir gedacht, vielleicht gelingt es mir bei der Revue und das ist es mir auch dann gelungen. Gut, liebe Frau, wir, glaube ich, werden Sie auch heute wieder als Fernsehkommentator der Weltmeisterschaften bewundern können. Sie sind ja fast schon, möchte ich sagen, ist ja nicht übertrieben, so eine Art Fernsehliebling geworden. Könnten Sie nicht jetzt ein bisschen aus der Schule plaudern? Ich nehme an, das heutige Pflichtlaufen der Herren müsste doch bereits vorbei sein. Ja. Da ging es doch gestern so hart auf hart zwischen Emmerich Danzer und Wolfgang Schwarz. Ja. Also wie schaut's aus? Ja. So ein bisschen was, vielleicht sind wir die Ersten, die was mitteilen können. Es ist eine ausgesprochene Sensation, bahnt sich da an. Der Wolfgang Schwarz führt nach der Pflicht. Vor dem regierenden, noch regierenden Weltmeister Emmerich Danzer. Also Applaus für Wolfgang Schwarz. Na, wie schaut's aus? Der Wolfgang Schwarz ist also jetzt, wie Sie sagten, liebe Frau, vor dem Danzer. Mit wie viel, oder? Ja, der Wolferl hat Platzziffer 14. Er hat also 5 zweite Plätze, also 5 mal 2 ist 10. Bitte nicht fachmännisches erste. Reden für uns, sondern dass wir es alle verstehen. Ja? Also 4 Preisrichter haben den Wolferl am ersten Platz gesetzt und 5 Preisrichter am zweiten. Ja. Beim Emmerich Danzer sieht das anders aus. Der hat 3 erste Plätze. Also um einen weniger. Ja, 4 zweite. Wieder um einen weniger. Einen vierten und einen fünften. Das ist natürlich, bitte, die beiden Preisrichter machen das gerade auch nicht fett. Die Hauptsache, er hätte die Majorität, aber bitte, es ist sehr knapp und das Rennen liegt noch ganz offen. Ja. Es kann sich natürlich in der Kür noch allerhand tun. Das kommt jetzt darauf an, wie die beiden morgen laufen. Also zurzeit rund liegt der Wolfgang Schwarz um 20 Punkte vor dem Danzer. Nun, sind 20 Punkte bei der Kür viel? So kann man es nicht sagen. Man müsste wissen, wie viele Punkte bei jedem einzelnen Preisrichter. Aha, danach. Das ist das Wesentliche. Das ist eine Wissenschaft. Es ist wirklich eine Wissenschaft. Diese Preisrichter, das ist eine Wissenschaft. Ja, ja. Also ich glaube, es ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Frau Doktor, ist es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen momentan. Ja, nicht? Ist es. Dass sich natürlich vor allem furchtbar auf die Nerven legt. Oh, und am Magen. Und wann ist die Herrenkür morgen? Morgen, ja. Wird die im Fernsehen live übertragen? Ja, live. Dadurch hat die Sache natürlich, glaube ich, an Spannung unerhört zugenommen. Ja, unerhört. Denn der Danzer ist ja natürlich jetzt, wenn er schon da diesen Kampf gehabt hat, ist er natürlich nervlich nicht gerade in einer angenehmen Situation. Andererseits, der Wolfgang Schwarz, kennen Sie vielleicht, der hat jetzt einmal, also sagen wir, Blut geleckt oder Eis geleckt, sagen wir in dem Fall, der denkt, jetzt ist die Chance da, jetzt oder nie. Nur schließlich, das ist eine ganz persönliche Anschauung, ich bitte das nicht zu verallgemeinern, aber... Es wäre doch schön, einen richtigen Europameister zu haben. Und der eine war ja schon Weltmeister. Das sollen ja alle Weltmeister werden einmal. Nicht? Nicht? Also, könnte doch jetzt einmal der Schwarz-Weltmeister werden. Wünschen tun wir es ihm schon. Wir wünschen es dem anderen auch. Aber sag mal lieber, wir wünschen es einem Österreicher. Das war schön gesagt. Eine Eisläuferin hat schon. Wir wünschen es einem Österreicher. Ja.